Blümchen, Jasmin, komm zu uns. Hallo. Ich baue mir eine Ladies Band hier. Jasmin, ich habe gerade mich mit Janet drüber unterhalten. Ihr seid ja nun keine Stars der 90er. Ich hatte ja bei 68ern, dann hat man gemerkt, na gut, also die Herrschaften sind zu Recht in Rente. Ihr jungen Leute habt ja eine Zukunft. Wie sieht denn deine aus? Wie stellst du dir denn deine vor? Erstmal habe ich wieder entdeckt, Musik zu machen. Ich habe lange Zeit was anderes gemacht und gestern ist mein neues Album Vom Herzen rausgekommen. Ja, das ist total schön. Und irgendwie ist es auch das Motto irgendwie meiner ganzen künstlerischen Karriere, Dinge von Herzen tun. Ja, Herzfrequenz war ja ein Jahr in den Charts. Das ist unglaublich. Ich wünsche deinem neuen Album, dass das auch passiert. Danke. Ist das nun wieder ein völliger Neuanfang oder ist vieles von dem, was du mitgebracht hast aus deinen Erfahrungen, immer noch verwendbar? Ich bin halt ein Kind der 90er. All das ist meine Jugend. Ich habe diese Süßigkeiten gegessen, ich habe die Bravo gelesen, ich habe diese Filme gesehen. Insofern kommt natürlich auch in mein neues Album heute viel 90er-Vibe rein. Viele musikalische Zitate. Und ich persönlich bin ein großer Blümchen-Fan. Insofern klingt das auch ziemlich nach Blümchen, aber ins Heute gerückt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man auch an Janet natürlich sieht. Es gibt Künstler, die schaffen einfach diesen Turnover. Es gibt einige, die haben wir ein bisschen auf dem Weg verloren. Aber es ist echt schön, wenn man sieht, dass sich Leute emanzipieren können aus einem Jugendstar-Dasein. Wenn ich jetzt hier gucke, was Mode betrifft, ist da ja auch ein echtes Revival. Das könnte ja auch ein aktuelles Foto sein. Das bist du. Wann war das? Das muss. Ja, da war ich so 15, 16, also 100 Jahre her. Unglaublich, aber also was die Figur betrifft, da hast du was gemacht, machst du Workout? Ja, ich bin ein großer Sportfan, aber auch, weil ich einfach Essen liebe, ne? Und ich habe irgendwann gedacht, ich kann nicht wenig essen, aber ich kann viel Sport machen. Von selber geht da nichts, ihr seht ja alle aus wie ja, neu. Das ist Arabella. Ja, Arabella, Wahnsinn! Ich traue mich schon gar nicht mehr so. Dankeschön. Ja, sie sieht toll aus, aber man traut sich das gar nicht mehr zu sagen, weil das ja so wie so eine dämliche Anmache, also Arabella sieht richtig toll aus. Ich bin froh, dass du das sagst. Ihr unter Frauen dürft euch alles sagen. Bei mir du siehst aber auch fantastisch aus, Thomas. Danke, das war toll. Da kann ich gar nicht glauben, wie gut du aussiehst. Ja, das glaube ich, das geht noch. Frauen dürfen zu Männern noch solche Sachen sagen. Umgekehrt nicht. Aber Arabella, also mein Kompliment, ich habe es dir vorher heimlich gesagt. Das ist allerdings auch klar 90, also das Nabelpiercing. Ich habe es nie geschafft. Ein Piercing dir zu machen? Na, das ist ich. Tattoo und ich habe ein Tattoo gemacht, da hieß es, das geht nach einem halben Jahr wieder weg, das ist heute noch da. Oha, da hat man nicht aber was dran. Aber es will keiner mehr sehen. Doch, ich würde es gerne sehen. Na, wenn du es gesehen hast, würdest du sagen, das musste nicht sein. Nee, ich würde fragen, was es bedeutet. Ich wusste selber nicht, damals war ja Tattoo, da gab es ja irgendwie nur so Herzen mit Schwertern. Also heute, was mein Sohn alles auf dem Arm hat, Tribals. Das ist, ja, vor allem dieses Durcheinander. Dann ist es irgend so eine Karikatur, so eine Mickey Maus, dann ist es wieder irgendwie ein Gothic. Alles, also so viel Platz halt ganz auf der Haut. Ganz viel Schwarz wird ja auch tätowiert. Hast du dein Piercing noch drin? Ich habe mein Piercing noch. Wow. Das, ja, das gleiche ist, oder ist das austauschbar? Das ist austauschbar. Ich habe inzwischen einen sehr schlichten goldenen Ring drin. Aber ich habe es noch, weil rausmachen sah auch doof aus. Da hatte ich dann so ein Loch. Das war irgendwie nicht schön. Es gibt ja nichts Schlimmeres als einen leeren Nabel. Ja. Ja. Meine Mutter hat mir das halt damals verboten, also wirklich bei Todesstrafe. Da hast du aber Glück gehabt. Angsteinflößende Kroatin. Ich hätte sonst alles. Ich hätte ein Arschgeweih, ich hätte Piercings überall. Meine Mutter hat sich gegen die Tattoos erfolgreich gewehrt. Das Piercing musste sein. Und es ist, mein Gott, das ist ein Vierteljahrhundert her. Das ist für mich, denke ich immer, das war 2 Jahre her, 3 Jahre her. Dann heißt, nee, das war 12 Jahre her. Das ist unglaublich. Geht für dich die Zeit auch so schnell rum? An den Kindern sieht man es ja vor allem. An den Kindern sieht man es, ja. Ja. Ja, ein Augenblick, ein Wimpernschlag, 1000 Jahre sind ein Tag oder so. Ein Wimpernschlag, wenn man ist 10 Jahre älter. Apropos Wimpernschlag. Die Damen Wimpern schlagen ja schneller, wenn Latino-Männer sie besingen. Das ist immer so gewesen und in den 90ern hatten ja nun viele italienische Stars bei uns auch noch Hits, das hat sich ein bisschen gelegt. Also es gibt jetzt eigengemachte italienische Sachen, aber die Umberto Tozzis oder die Eros Ramazzottis, die Zuccheros, an die erinnern wir uns. Heute hat man vom europäischen Musikmarkt, kriegt man eigentlich wenig mit. Die Italiener haben jetzt den ESC gewonnen, allerdings mit einem Rocksong und die singen italienisch, da musste ich mich erst dran gewöhnen. An Italienisch als Rocksprache, aber wenn man natürlich an Più Bella Cosa denkt, dann denkt man an Eros Ramazzotti